Es ist die Stunde seiner Geburt. Mit dem Jahreswechsel wird der Euroschein 20 Jahre alt. Die EZB in Frankfurt feiert ihre Schöpfung. 340 Millionen Menschen in 19 EU-Staaten halten diese Banknoten inzwischen in der Hand. Der Euro ist die härteste Währung der Welt geworden. Er hat sich sehr, sehr gut in den letzten 20 Jahren entwickelt, wird überall auf der Welt hochgeachtet und geehrt. Aber auch 20 Jahre nach der Euro-Einführung leben wir in einer Währungsrepublik der Nostalgiker. 33% der Deutschen wünschen sich die D-Mark zurück. Mit 54% rechnet jeder Zweite noch immer in D-Mark um, zumindest wenn größere Anschaffungen anstehen. Allerdings gelingt es gleichzeitig immer mehr Menschen, die alte Währung loszulassen. Also ich habe mich gut an den Euro gewöhnt. Ich rechne immer noch um. Ich persönlich fand die D-Mark besser. Damals hatte man halt mit 50 Mark halt den ganzen Einkaufswagen voll. Die Legende, die dem Euro wohl am hartnäckigsten anhängt, er habe alles teurer gemacht. Guckt man aber genau hin, sieht man, dass nicht etwa der Teuro schuld ist. Wenn man 20 Jahre lang 2% Inflation hat, dann bedeutet das letztlich, dass insgesamt die Preise um ungefähr 50% gestiegen sind. Das heißt, ja, das ist heute teurer als vor 20 Jahren, aber das war es bei der D-Mark vorher auch, da ging es sogar deutlich schneller. Trotzdem sind noch immer nicht alle Münzen in deutschen Sparschweinen mit Sternchen versehen. Geschätzte 12,5 Milliarden Mark schlummern in unseren Haushalten. Umtauschen kann man sie nach wie vor zum gleichen Kurs wie vor 20 Jahren.